Thomas hat sich jetzt dazu entschlossen, obwohl er eine funktionierende Beziehung hat, eine eigene Wohnung, einen Hund und tatsächlich auch eine Menge eigentlich Freunde und genug zu tun hat während der Quarantäne, einfach 24 Stunden in Minecraft zu verbringen. Ich kann das verstehen, Thomas. Ich möchte auch manchmal aus der Realität flüchten, deshalb spiele ich GTA Roleplay jeden Tag. Ja, wir haben hier heute 24 Stunden in Minecraft VR selbst versucht. Da bin ich mal gespannt. Und schauen wir mal ganz kurz, Leute, was uns da so erwartet. Ist jetzt schon wieder unangenehm. Ich würde es am liebsten jetzt schon wieder ausmachen. Oh, Junge, Alter. Oh mein Gott. Jeder Minecraft-Spieler kennt das Gefühl, in einer frischen Welt aufzutauchen. Nein. Generiert dafür, um von ihm entdeckt und geformt zu werden. Ja. Unendliches Potenzial, welches auf seine Realisierung wartet. Doch. Thomas, das nächste Mal lass mir ein anderes einsprechen. Nicht böse gemeint. Ich mach das dir. Was passiert, wenn ich mit meinem ganzen Körper komplett in diesem Traum verschwinde? Dann wirst du wahrscheinlich eine Psychose bekommen. Wie fühlt es sich an zu schwimmen, Schweine und Zombies mit eigenen Händen zu töten, Minen zu graben und Strukturen nach meinen Vorstellungen zu erschaffen? Wie lange würde... Safer Thomas genau das innerhalb Minecraft gebaut. Und das ist sicherlich kein Teil von einem Community-Event. Es dauert, bis ich mein altes Leben vergesse und mich in einer neuen Existenz ohne Grenzen verliere. Dieses Video wird unterstützt von Blinkist. Für dieses surreale Experiment brauchen wir erstens die VR-Brille. Hier ist das gute Stück, aber damit ich damit 24 Stunden lang kabellos in Minecraft verschwinden kann, muss ich noch jede Menge Software installieren, einen neuen 5 GHz Router für 200 Euro kaufen, damit mein Netzwerk schnell genug ist und natürlich eine Powerbank mit Kabelbindern festmachen, damit der Akku nicht leer geht und als Gegengewicht zur Brille. Zweitens der Greenscreen. Mhm. Damit ich euch in die fantastische Welt mitnehmen kann, habe ich mir einen 6x3 Meter Greenscreen gekauft. Warum ist denn da so ein Hall drauf? Was soll das? Aufgehangen und ausgeleuchtet, der das ganze Büro ausfüllt. Drittens, das Aufnahmesetup. Ich habe meinen PC und zwei Monitore samt den Sofatisch aufs Sofa vor meinen Greenscreen gestellt. In der Ecke steht eine Kamera, die an den Strom und an den PC angesteckt ist und permanent überträgt. Damit ihr mich genauso im Spiel integriert seht, wie ich mich beim Spielen fühle, muss ich die Mixed Reality Kamera in Minecraft genau mit meiner echten kalibrieren und stundenlang mit verschiedenen Videosignalen herumprobieren. Viertens, das Essen. Für die 24 Stunden habe ich Karotten, gebackene Kartoffeln, 1, 2, 3, 4 Äpfel und Kekse. Der Haken? Ich darf nur das essen, was ich in Minecraft finde. Finde ich nichts, muss ich hungern. Das scheint mir doch ein bisschen drastisch, oder? Fünftens, der Schlaf. Ich werde in Minecraft unzählige Tage und Nächte durchleben und dabei mein Zeitgefühl komplett verlieren. Schlafen und aufwachen tue ich natürlich in einem Bett. In Virtual Reality Minecraft. Okay, das gesamte Setup läuft jetzt. Ich bin gespannt. Brille kommt drauf. Neue Map erstellen. Bin gespannt. Ich hoffe, wir kriegen eine geile Map. Nice. Wieso hast du das hässlichste Texture Pack der Welt genommen? Was soll das an der Stelle schon? Damn. WTF. Wow. Oh mein Gott. Ohne Witz. Ich spring jetzt einfach mal aus Jux und Tollerei. Sagt man das? Ich sag das so. Hier runter. Wisst ihr, als man damals gedacht hat, die Menschheit entwickelt sich immer weiter und irgendwann sind wir wirklich als Zivilisation so weit, dass wir eventuell andere Planeten bereisen, die Hungersnot ausmerzen, eventuell tatsächlich Heilmittel für alle Krankheiten finden und 2020 nur so, das ist das, was wir bekommen haben. Menschen, die in Minecraft und im echten Leben hinfallen. Es ist einfach nur schön. 2020, super. Oh mein Gott. Also man kriegt hier unnormal das Fallgefühl, also kennt ihr das Gefühl, wenn man irgendwo runterfällt und dann so ein mulmiges Gefühl im Bauch hat? Man kann hier Sachen abbauen, indem man die einfach boxt und das ist das Allergeilste. Das dauert ja ewig lang. Ich kann mir auch vorstellen, dass es anstrengend ist. Aktuell geht es mir noch gut und ich habe richtig Bock jetzt gerade 24 Stunden hier irgendwas Geiles auf die Beine zu stellen. Ich kann mich hochstapeln, warte. Puh. Oh Gott. Boah, ist das stressig, ich bin Alter. Ich wackelig unterwegs, ne? Ein Huhn. Was? Digga, da brauchst du ja wirklich Jahre, bis du da irgendwas gebaut hast, Mann. Das Gleichgewicht. Ich schwitze schon. Oh mein Gott, das wird in diesen 24 Stunden so miefen hier drin. Hey, da ist schon ein Zombie. Wo kommt der denn her? Ich muss mich irgendwie verbuddeln. Ja, ich buddel im Boden. Hey, das sieht ja so affig aus. Zack. Einer der Gründe, warum sich so viele Menschen zu Minecraft hingezogen fühlen, ist, dass es uns erlaubt, unseren Überlebensinstinkten nachzugehen. Nein, ich spiele Minecraft nur, weil ich dazu gezwungen werde, damit ich meine Miete zahlen kann, mehr nicht. Anders als im glattgeschliffenen, modernen, echten Leben fühlt man sich hier der Natur ausgesetzt. Und jeder gesammelte Holzblock, jedes hergestellte Werkzeug und jeder gebaute Unterschlupf triggert uralte Mechanismen und schüttet Dopamin aus. Man fühlt sich hier wirklich, als wäre man in einem Dreckloch und müsste sich hier den Weg freibuddeln. Oh ne, da ist ein Zombie. Okay, aus. Hey, der war ja wack.
Mann, ich hasse Nacht. Denn genau da ist man der Natur besonders ausgesetzt und die Gefahren fühlen sich in VR real an. Oh Gott. Ja, ja, die fühlen sich sehr, also wenn jetzt, also wenn ich jetzt eine VR-Brille anhätte und also der Kollege auf mich zuläuft, ganz ehrlich, boah, nee, also, ist, Skelett, Hilfe. Ha. Aber krass gemacht also, von ihm, das wirklich. Das ist richtig heftig. Wo ist der? Hilfe, wo ist er? Alter, ich sehe nicht. Ey, Ninja. Das ist viel zu intens. Ah, ich habe nicht mehr viel Leben, ich habe nur 3 Herzen. Mann, ich will jetzt nicht alles verlieren. Verreckt. Er stirbt. Nein! Mit mir stirbt auch all meine Beute. Und die Reise beginnt nach 2 mühevollen Stunden von vorn. Aber man kann doch einfach dahin, wo man gestorben ist. Oder? Also. Ey, mir tut echt alles weh, es ist unfassbar anstrengend, die ganze Zeit hier rumzuhacken. Doch nicht nur auf diese Art und Weise macht mir das Experiment körperlich zu schaffen. Nachdem ich schon seit mehreren Stunden nicht mehr an meinen physischen Körper gedacht hatte, bringt die viele Bewegung in VR Schwindel und Übelkeit mit sich. Ich fühle mich, als wäre ich seekrank und muss mich ausruhen, um Schlimmeres zu vermeiden. Die Augen sind geschlossen, aber die Brille bleibt auf. Mhm. Wie ist denn das? Weil man kann ja in Minecraft nicht kacken und pinkeln. Also, nur so Interesse halber. Ich grab mich jetzt raus aus diesem Loch. Was ist das? Oh Gott, die Sonne, Alter, es blendet viel zu hart. Freiheit, ey. Ey, das ist eine Hexe. Oh mein Gott, nein. Okay, ich muss weg von dieser Hexe. Das macht gar keinen Sinn. Ist da irgendwas Geiles drin? Ich sag mal so, ne? Also ich gegen so ein kleines Hexenhäuschen, Alter. Ey, da ist eine Mieze. Ja, hier ist eine Netherwarze, die mobbt sich mir. Ach, das ist nur ein Pilz. Ja, Katze, geh mal weg. Kann sich die Katze... Das Erste, was er in Minecraft macht, eine Katze schlagen. Bruder, das macht doch IRL viel mehr Spaß. Hab ich nicht gesagt. Pissen? Geh weg. Ja. Mann, beschützt die Katze das? Katze war ja nervig, ey. Das Hexenhaus bietet mir für eine Nacht Schutz, aber schon bald breche ich auf. Eine 4-stündige, extrem anstrengende Odyssee durch Steppen, Wüsten, Urwälder und vor allem Ozeane. Es fühlt sich unwirklich an, mit meinem echten Körper so schnell so viel Land zu durchqueren, auf dieser Reise mit nur einem Ziel. Einer Heimat, wo ich das Haus meiner Träume bauen kann. Wisst ihr, Leute, ich würde so gerne Trimax bei sowas sehen. Ich würde so gerne sehen, wie Trimax sowas spielt und dann nach 10 Minuten einfach Kraft verlassen zusammenbricht. Hey, das da vorne sieht geil aus. Ey, da drüben ist ein Dorf. Okay, nice. Hier gefällt es mir, Alter. Alter, guck dir mal das da an. Das ist krass. Eine große Fläche, endlich mal auch schön saftig grün. Und ein Dorfbewohner, den ich jetzt mal anquatschen werde. Was ist das für ein Texture Pack? Wieso sehen alle aus als... Hallo. Ah. Oh Gott, ist der nah, Alter. Aber die haben viel Kram, das wir jetzt ausbeuten können. Oh Gott, geil. Karotten, nice. Das trifft sich nämlich ganz schön gut. Und Kartoffeln. Ich nehme hier mal alles mit. Ich habe nämlich mega Hunger. Mit dieser Karotte habe ich mir jetzt endlich die Karotten auch im Real Life freigeschalten. Moment, ich esse die mal. Warte, jetzt wird's knifflig. Ich suche mal kurz die Karotte. Oh Gott, hier sind... Oh mein Gott, ich habe eine Karotte fallen lassen. Ah, hier ist ein Zombie. Wow. Okay. Wow. Der ist dann wohl verbrannt? Jetzt ist er einfach so gestorben. Cool. Ja, das fühlt sich komplett komisch an. Das fühlt sich gerade total komisch an. Glaube ich, dass es im weird Spiel ist. Hier eine Karotte zu haben und auf meinen Geschmacksknospen eine Karotte zu spüren. Hast du angenommen, der würde jetzt in ein Minecraft-Bordell und im echten Leben? Egal. Zufrieden mit dem entdeckten Land ruhe ich mich mit meinem Proviant von der langen Reise aus, bis ich von meinen neuen Nachbarn Besuch bekomme. Wow, Das Lustige ist, bei Thomas in der Wohnung wohnt nämlich auch ein Lama. Bro, guck mal, du kriegst... Hallo, ich sperre dir ins Gesicht. Aua, ich hab angespuckt. Ich wollte dir nur eine Karotte geben. Karotte? Und hopp. Jawohl, geil. Oh mein Gott, was? Auf ins Gefecht! Da lang. Hallo? Da lang. Lama. In den Kampf, Bruder. Hoch. Okay, das mit dem Lama und mir funktioniert nicht so gut. Lama, Mann! Wieso schlägt der die ganze Zeit Tiere? Was soll das? Erst. Hey! Mit letzter Kraft baue ich mir bis spät in die Nacht ein Zuhause. Buchstäblich mit meinen bloßen Händen. Das dauert ja Jahre, bis man da irgendwas gebaut hat, Alter. Man sieht doch schon richtig, wie er im Arsch ist. Ich hab das Haus. Oh, gar nicht so bad geworden tatsächlich. Also da hätte man auf jeden Fall, ja, ja, doch, ja,
Fast zumindest. Wir gehen mal einfach rein. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Hier ist so eine Glaswand, so eine schöne Glasfront, dachte ich mir, passt voll gut. Dann geht's da hier hoch zu so einer Plattform, wo ich mein Bett hingebaut habe. Das Bett sieht so riesig aus und es sieht, um ehrlich zu sein, auch echt bequem aus. Ist relativ geräumig, hat wirklich ewig gedauert, bis ich das gebaut habe. Hat ewig gedauert, bis ich das gefarmt habe. Aber also, ich find's echt schick hier. Glaubt ihr, das ist das, was Gomme HD jeden Tag sieht? Also wenn der die Augen aufmacht, sieht Gomme HD Minecraft? Jetzt wird erstmal ein bisschen geschlafen. Wie wird es sich anfühlen, in Virtual Reality zu schlafen? Und vor allem, wie wird es sich anfühlen, in Virtual Reality aufzuwachen? Was wird in mir vorgehen, wenn das erste Licht, das mein Auge erblickt, die Minecraft-Sonne ist? Oh Gott, boah. Was muss so kopfig sein? Das muss so ein kranker kopfig sein. Oder vielleicht... ja gut, da war die Cam wohl wieder mal falsch. Mir tut alles weh. Oh mein Gott, boah. Holy fuck. Die Sonne hat mir einfach direkt in die Fresse gescheint. Wunderschönen guten Morgen. So, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen was farmen. Mir tut immer noch alles weh. Aber ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal eine richtig schicke Höhle. Also okay. Ich habe mich auch wirklich lange davor gedrückt, jetzt in eine Höhle zu gehen. Einfach, weil ich davor tatsächlich ein bisschen Respekt habe. Oh, wow, warte. Da ist auch eine Schlucht, in die ich gleich reingefallen wäre. Wie ist das, wenn er jetzt ein Waterbucket macht? Kann er dann einfach auf den Boden pissen, IRL? Geht das? Huch. Mein Serverteam und ich arbeiten übrigens aktuell immer noch an einem riesigen RPG-Minecraft-Server mit unfassbar schönen Städten und Landschaften. Mit Quests, eigenen Monstern, Magie. Wenn ihr gut bauen könnt, kreativ seid oder Entwickler seid und sehr gut Minecraft-Plugins programmiert, bewerbt euch gerne über den Link in der Videobeschreibung. Oha, das ist ja eine riesige Höhle hier einfach. Okay, wow, okay, nein, da ist ein Creeper. Scheiße, fuck, und da ist Lava. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, Zombies sind viel zu krass, ich schwör's euch. Nee, das ist nur ein Enderman. Ach, der ist ja süß. Alles, lauf mir nicht ins Fadenkreuz. Hilfe, Alter, ist der gruselig. Redstone, das ist doch mal was. Und noch ein nettes Eisenherz unter dem Redstone. Bro, wenn du jetzt die LEDs findest, raste ich hier aus. Nach 5 anstrengenden Stunden in der Mine und nach über 20 Stunden, in denen ich in einem Computerspiel festgesteckt bin. Ja, endlich. Da ist ein Dia, oh mein Gott. Buddel mich hier erstmal ein bisschen ein, damit ich hier in Sicherheit bin. Oh Gott, mir tut alles so weh. Es ist einfach so anstrengend. Hey, aber das sind richtig viele Dias. Nice, ich hab alle. Oh, nix wie raus hier. Ich hoffe, ich schaff's hier lebend raus. Okay, wo ist dieses Haus? Ich habe auch absolut keinen Orientierungssinn mehr. Ich will einfach nur wieder in diese Bude rein. Da ist es. Das ist stressig. Nice. Endlich. Ah, mein Rücken. Aber krank gut gemacht, wirklich. Ich brauche eine Pause. Ich muss hier raus, Alter. Halbe Stunde. Halbe Stunde? Geil. Okay, die Diamanten kommen da rein. Aus denen mache ich mir später eine... Also eigentlich echt produktiv, in 24 Stunden 4 Dias zu farmen. Respect that. Gotta respect your hustle. Eine Diamantspitzhacke, dass ich mir Obsidian holen kann und ins Nether gehen kann. Das wäre... Das wird aber richtig geil, weil seine Freundin halt währenddessen auch den ganzen Raum, in dem Thomas sich befindet, einfach anzündet, damit das Gefühl von Hitze gleichzusetzen ist. Also wenn mega, mega cool. Also wenn Thomas ertrinkt, dann wird er auch IRL ertrinken. Und wenn er verbrennt, dann wird er auch angezündet. Sau cool. Sau cooles Prinzip. Ich habe in den 24 Stunden nicht mehr schaffen, also wenn ihr das sehen möchtet, checkt mal das Video auf meinem Zweitkanal aus, wo ihr mich mit diesen Dingen im Nether sterben seht. Boah, meine Augen tun auch gar nicht weh tatsächlich, aber mein Kopf tut extrem weh. Aber ich habe mir jetzt eine Ofenkartoffel gesnackt. Und wisst ihr, was es bedeutet? Ich snack mir jetzt auch im Real Life eine Ofenkartoffel. Einen guten. Also ich würde mal sagen, in 24 Stunden eine Möhre und 3 Ofenkartoffeln zu essen, reicht kalorienmäßig vollkommen aus. Geil. Gemütlich Ofenkartoffeln essen. Was eine Aussicht, ey. Krass. Keine Ahnung, also ich würde halt, ach, ich sag nicht, was ich die ganze Zeit machen würde. Es würde einfach nur verstörend sein. Ich halte einfach den Mund besser. Oh Gott, mir geht's echt dreckig mittlerweile. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Wir gehen jetzt mal in die frische Luft raus und dann nehme ich das Ding ab und ich glaube, dann schlafe ich einfach. Ihr werdet jetzt mal gespannt sein, wie mein Gesicht aussieht und ich auch. Boah, oh fuck, ist es hell. Oh mein Gott, es juckt übel krass. Der Wind tut so gut. Ich habe einen Wolf gefunden. Oh, das tut voll gut. Boah. Erstmal duschen. Geile Grafik. Ganz ehrlich, meine Augen hatten nicht so viele Probleme. Lag aber auch daran, weil ich oft mal irgendwie den Augen eine Pause gegeben habe und sie zugemacht habe. Junge, sieht der fertig aus, krass. Aber mein Kopf. Sieht noch fertiger aus, als der bei uns im UFO gearbeitet hat, wirklich. Und mir tut hier hinten auch alles weh. Oh Gott. Ja, es ist echt mal eine angenehme Abwechslung, dass alles so flüssig läuft jetzt. Und auch wenn man sich bewegt, dann hast du halt immer minimal nachgehängt. So, daran gewöhnst du dich halt, aber das ist jetzt alles so, ja, so responsive. Schon geil. Ich leg mir jetzt ins Gras.
Virtual Reality ist mitunter der Gipfel der menschlichen Errungenschaften. Mein Lieblingsbuch, eine kurze Geschichte der Menschheit, gibt die gesamte Entwicklung. Habe ich auch schon gelesen. Harari, Ehrenbruder. Thomas, Top-Video, wirklich nicht schlecht, Alter. Nächstes Mal ein Minecraft-Girlfriend mit Rezu vielleicht finden und weghämmern, dann läuft der Hase. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. Ziemlich cooles Projekt. Grüße geht raus an dich. Und jetzt such dir wieder einen anständigen Job.